Vorsicht! Da vorne ist eine Löwenzahnkamera. Wenn sie uns erfasst, wimmelt es hier gleich von Robotern. Keine Panik. Ich kann ja was werfen, um sie abzulenken und sie dann mit einem EMP außer Gefecht setzen. Vor allen Dingen, warum haben wir Alarmstufe da oben stehen? Die Anlage ist mit Überwachungskameras ausgestattet. Wenn sie den Spieler entdecken, lösen sie Alarm der Stufe 1 aus und rufen alle Roboter, die in der Nähe herbei. Wenn der Spieler gegen die Roboter kämpft, wird der Alarm auf Stufe 2 erhöht und Verstärkung angefordert. Du kannst eine Überwachungskamera ablenken, indem du etwas in eine andere Richtung wirfst oder sie per Schock vorübergehend deaktivierst. Ach krass. Wie wechsle ich denn? Ach so. Okay. Hat die mich gesehen? Die sieht mich doch, oder? Oder auch nicht. Das ist ja krass mit den Alarmstufen. Oh Gott, das wird noch... Nicht zu schnell, Major. Setze den Aufzug in Gang. Ich glaube, das wird noch krass. Und wir haben die Open World noch niemals gesehen. Wir sind immer noch in der Anlage, ne? Was ist das denn? So. Nein! Ah! Wie war das nochmal mit... Mann, ich weiß gar nicht mehr. Wie war das denn nochmal mit... Ach so. Scanner, ich komme da immer durcheinander mit. Toll, Herzchentoiletten. Achtung, alle Mitarbeiter, die ihre Mitteilung erhalten haben, müssen sich bis Ende des Tages bei der Sozialkontrolle melden. Oh nein, Craig. Aber ich habe die Dings doch ausgeschaltet. Craig, nicht machen. Nicht machen, Craig. Nein. Da war ja einer am Laufen, ne? Halte R1 gedrückt und lass ihn wieder los, um ein Objekt aufzuheben, um es zu... Was? Ja, aber wie werfe ich das denn? Ach so. Verstehe, okay. Nein! Okay, oh, ich muss das mal klarkommen. Bleibt die jetzt aus? Ich hoffe ja. Man hat so viele Fähigkeiten, Mann. Und wo geht's da oben lang? Ach, die geht wieder an! Toll! Hallo, Craig. Dann gehe ich hier lang. Ach, scheiße. Das ist ja blöd. Kann ich so weit gucken? Hoffe nicht. Oh, man muss hier aber echt auf. Geht's hier rein? Ich nehme alles mit. Ha! Du hast den Schlüssel gefunden. Jetzt kommen wir an den Schutzschalter ran. Ja. Aber erst muss ich mich kurz umsehen. Ich brauche ein paar Teile, um meine Waffe zu verbessern. Mit diesem Drecksteil werde ich nicht weit kommen. Da will ich dich nicht aufhalten. Gute Entscheidung, Charles. Genau. Gute Entscheidung. Ist hier sonst noch was? Bevor ich jetzt wieder in den geduckten Modus gehe.
Was sollen das sein? Sind das Briefkästen? Stimmt, oder? Sieht zumindest danach aus. Wo ist der eine? Das Spiel ist richtig gut, Craig. Richtig gut. Very nice, this game. But Craig, don't make a sound in the chat. We record this for my YouTube channel. Ah, okay, da ist er. Ich sehe ihn. Der bleibt ja hier gleich irgendwo stehen, ne? Da läuft er. Kommt er hier rum? Ach, der geht da hinten lang, ne? Er so da so, ich so hier so. Ich habe ein bisschen Angst, dass der uns in den Rücken fällt. Hey, Charles. Charles! Wie auch immer. Wie ist Petrov eigentlich entkommen? Hier gibt es mehr Soldaten als Zivilisten. Einige Leute glauben, dass Petrov Hilfe hatte. Er ist also nicht allein. Aber du hast doch gesagt, dass seine Partner eliminiert wurden. Wen gibt es sonst noch? Diese Information liegt noch nicht vor. Es gibt nur Spekulationen, keine Fakten. Mal sehen. Kommt Zeit, kommt Rat. Ja, das stimmt. Okay, der hat uns noch nicht bemerkt. Alles gut, Craig. Alles gut. Genossen, man sagt, der Montag beginnt am Samstag. Doch ich möchte, dass ihr das Wochenende wirklich frei nehmt. Wie ihr wisst, erfolgt am Montag, den 13. in der gesamten Sowjetunion die nationale Polymerisation. Und unsere Geschäftsführung möchte einen Trupp von Freiwilligen für die Feierlichkeiten zusammenstellen. Jeder, der am 11. oder 12. arbeitet, erhält eine Abmahnung, keinen Bonus. Ich wünsche ein schönes Wochenende. Das wünsche ich auch. Auf Wiedersehen. Was ist das denn? Dank der Menschen informiert, was? Immer, achso, dank der Menschen immer fort. Wird es bleiben an seinem Ort? Was ist das denn? Ist das eine Rakete? Ohne Wissenschaft kein Brot. Ich bin Brot. So, wir haben den Schlüssel. Wir haben hier aber auch noch einen Kandidaten rumlaufen, ne? Oh, da ist eine Kamera. Oh, fick die Henne. Wo ist der? Wo ist der? Ah, okay, ich höre ihn. Ist der da? Da. Nein! Ach, Mann! Kann ich irgendwas nehmen? Liegt hier irgendwas rum? Die Kamera könnte ich ausschalten mit dem Blitz, ne? Das mache ich gleich mal. Ich würde aber gerne den einmal selber deaktivieren, wenn das geht. Hat der hat uns gesehen. Leck mich fett. Ernsthaft? Ach, hör auf. Okay, das geht schon besser. Mit den Upgrades. Gut, dann haben wir den auch. Alter, ich bin einmal über diese Kiste gestiegen. Also hier so. Und dann, schwupps, hat er mich gesehen. Wie gemein. Ist hier zu? Hier ist zu. Okay, alles klar. Warte mal, das kann ich mitnehmen, ne?
Okay, alles klar. Hier ist auch zu. Ich muss mich erstmal ein bisschen dran gewöhnen an dieses Telekinese-Gezeugs hier, so mit diesem Krabbeln und so. Wo muss ich denn jetzt hin? Achso, ich muss wieder nach unten. Kamera geht wieder an. Aber jetzt haben wir hier schon mal alles abgegrast, das finde ich gut. Bin ich supi. Nee, warte mal. Wir müssen... Hä, von wo kamen wir denn nochmal? Ach, wir sind ja durch den Schacht geklettert, ne? Stimmt ja. Moment. So, okay. Ich weiß halt auch nicht die Range von dem Elektroschocker, wie nah man dran stehen muss an dem an der Kamera. So. Aber wie sind die gestorben? Achso, alles klar. Wie der gestorben ist, hat sich gerade erledigt. Da geht's nach unten, da geht's nach unten. Das ist beides dasselbe. Ich glaube, von da kamen wir, ne? Oder kamen wir von hier? Achso, ist beides dasselbe, alles klar. Wir müssen... Hier waren wir. Oder? Ich verliere gerade... Nee, da müssen wir hin. Ich verliere gerade so ein bisschen die Orientierung. Hier waren wir... Waren wir hier auch? Ach ja, okay, alles klar. Von hier kamen wir ja. Okay, sorry. Ich muss erstmal hier durchblicken, wo was ist. Ach, Rätsel. Ist wieder rätsellos. Hey, legen wir hier doch einen Keks hin. Ja, ja. Selbst Schlösser mögen Kekse, oder? Charles? Ja? Magst du Kekse? Es ist so doof. Oh, der wird doch aufstehen. Oh, warte mal, da fällt mir gerade was ein. Oben war noch... Moment. Halt, stopp. Halt, stopp. Da fällt mir gerade was ein. Da war oben... Wie viel Zeit und Mühe wird es kosten, all das wieder instand zu setzen? Ja, das ist ein trauriger Anblick. Aber die Roboter werden den Schaden schnell beheben können. Ich habe so meine Zweifel, dass irgendwer nach all dem noch was mit Robotern zu tun haben will. Ja, ich glaube auch. Da war in irgendeinem Raum... War irgendwo ein Dings am Stehen, wo wir was lesen konnten. Nee, dann war das hier drüben. Hier war das, glaube ich. Ja, hier. Wisst ihr? Ich wollte das nochmal lesen. So, was haben wir denn da stehen? Rauchen verboten. Leiter des Vavillo-Komplexes, also von nach stellvertretende Leiter des Vavillo-Komplexes. Ich möchte dich in Kenntnis setzen, dass sämtliche Programme zur Kultivierung neuer Tabakvarianten vorerst einzustellen sind. Offizielle Erfolge dies im Rahmen der Bemühungen der Regierung, das Rauchen einzudämmen. Inoffiziell wurde nach Stalins Tod auf höchster Ebene entschieden, die Regierung vollständig vom Rauchen und der Verwendung von Tabak abzugrenzen. Ich kann deinen Frust verstehen, zumal Alkohol, der weitaus gesünder und gefährlicher als Tabak, ungesünder und gefährlicher als Tabak ist, weiter hergestellt wird. Doch ich kann nichts dagegen tun. So, haben wir noch einen Unfallbericht vom Sicherheitsdienst an den Leiter des Komplexes. In der Keimungswerkstatt ist es zu einem unglücklichen Unfall gekommen. Die Pflanzen hat eine Studentin namens Anejelova gepackt, die dort tätig war. Die junge Frau wurde zwar gerettet, doch ihr Zustand ist extrem kritisch. Sie hat am gesamten Körper Verbrennungen und hat einen anaphylaktischen Schock erlitten. Sie ist bewusstlos. Das Opfer wurde auf die Krankenstation des Komplexes gebracht und muss ins Krankenhaus im Vavillo-Komplex gebracht werden. Das hört sich ja nicht so gut an. Anweisung zum Patiententransport. Vom Leiter des Komplexes an den Leiter des Pestizidlabors. Wir benötigen 4 Labormitarbeiter mit Erfahrung im Umgang mit giftigen Pflanzen, um das Opfer Anejelova zu transportieren.
Statte sie mit Schutzanzügen aus. Fordere aus Pavlov ein Sonderfahrzeug mit den nötigen Ausrüstungen an. Schicke Anejelova zur Behandlung ins Krankenhaus. Pavlov, okay. Gut, dann haben wir es auch gelesen. Also ist da ein Unfall passiert. Das ist ja nicht so schön. Wieso muss ich... Schutzausrüstung... okay, das ist weird. So. Vielleicht werden wir die junge Frau wieder sehen. Oder werden wir sie sehen? Keine Ahnung, ich weiß es nicht. So, hier müssen wir hin. Hier haben wir die Tür aufgemacht. So, da ist auch was zum Lesen gewesen. Dies ist ein passives Sicherheitssystem mit einem Laserrelais. Sowas habe ich schon oft gesehen. Da braucht man einen Farbcode. Leider haben wir keine Codes. Du musst es mit Hilfe von Logik zu entschlüsseln versuchen. Ach, meinst du? Okay. Eigentlich wollte ich einfach hier warten, bis es sich von allein abschaltet. Ja. Ich habe den Wagen ohne Vorräte, ohne Blöcke beladen und nicht festgebunden. Ach, schön. So, betreff der Decoder. Vom Sicherheitsdienst an Programmiererin. Genossin Wischenskaja. Zu deiner Frage hinsichtlich der Funktionalität des Strahlencode-Decoders. Dieses klobige System ist ein passives Sicherheitsgerät. Ja, wie du korrekt angemerkt hast, könnte es jedes Kind bedienen. Aber während ein Kind Kombination eingibt, wird ein Signal an das andere Sicherheitspanel geschickt. Und der wachhabende Sicherheitsmitarbeiter kann jedes unbefugte Verhalten unterbinden. In einem Notfall kann das Gerät auch von Mitarbeitern ohne spezielle Ausbildung bedient werden. Zudem können Roboter aufgrund von Beschränkung ihres Programmcodes den Strahlencoder nicht bedienen, was die Gefahr eines Fehlers im Falle einer Roboterfehlfunktion verringert. Ist deine Frage damit beantwortet? Ja, vielleicht. Glückwunsch zur Beförderung vom Leiter des Komplexes an die Programmiererin. Ekaterina, Glückwunsch zu deiner Beförderung zur Programmiererin und Planerin des Vivavillo-Komplexes. Ich und die gesamte Geschäftsführung sind begeistert von deinem Lebenslauf und deinen Referenzen. Ich entschuldige mich im Voraus für den alles andere als idealen Arbeitsplatz deines Vorgängers oder deinen Vorgängern war äußerst schlampig, was zu einer Degradierung geführt hat. Die Hand einer Frau wird dem Büro ganz gewiss guttun. Falls du Fragen hast, zögere bitte nicht, mich zu kontaktieren. Ekaterina. Herzliche Grüße, Vavilo. Mhm. Also eine neue Mitarbeiterin hat angefangen, eine Programmiererin. Der wird doch aufstehen. Da bin ich doch felsenfest von überzeugt. Der steht doch auf. Kann man das lesen? Ja, da läuft irgendwas, aber okay. Man kann es nicht entschlüsseln. Ist hier sonst noch irgendwas außer da? Hier ist noch eine Schalttafel. Ah, ja, mhm. Ah, Relais 12. Ja, muss an 7 dran. Okay, jetzt sind wir schlauer. Warte. Was? Passives Sicherheitsrelais. Schalte die Funktion des passiven Sicherheitsrelais frei, indem du Magnetflüsse in die richtige Reihenfolge bringst. Plus, plus, gleich plus. Plus, minus, gleich minus. Minus, minus, gleich plus. Was? Ich habe nichts verstanden. Was? Ich. Ach so, plus, plus, minus. Aber was brauche ich denn? Ach so, ich brauche unten minus, oder was? Versuch die Farben der Laserstrahlen mit den Farben der Lichter zu kombinieren. So müsste es gehen. Hä, hey, warte mal. Ah, okay. Ja. I know. Ja, der Strom ist wieder an. Gehen wir zurück. Oh, das ist aber doch schon ganz schön rätsellastig, ne? Rätselrastig, wollte ich gerade sagen.
Na, bleibst du liegen? Habe ich die Truhe schon aufgemacht? Nein. Bevor ich jetzt gehe. Schrotflintenpatronen, sehr schön. So. Das wird bestimmt noch komplizierter, diese Rätsel. Da würde ich für wetten. Welcher? Ich vermute, der rechte. Mit anderen Worten, du weißt es nicht. Alles klar, ich nehme den links. Und was, wenn ich den rechten wähle? Was steht da? Ich nehme den. Warte mal, da ist... Muss ich was drücken? Ich habe zur leichteren Orientierung einen weiteren Wegpunkt gesetzt. Für wie blöd hältst du mich? Ich weiß, wo ich hin muss, um meine Mission zu erfüllen. Ich wollte dir... Die beiden sind so gut. In der Luft, was spurten? Drücke während des Sprungs Kreis, um ein weiteres Mal in der Luft zu springen. Okay. Helfen. Du kannst mir helfen, indem du mir nicht auf den Sack gehst. Genau. Oh, Spiel gespeichert. Ach du Heiliger, man kann in der Luft dashen. Das wird ja spaßig. Waren wir hier schon mal? Das kommt mir so bekannt vor. Ja, hier haben wir erst nochmal gespeichert. Kann ich jetzt auch nochmal machen. Warte. So. Speichere.